war Expo-Tage 2017. Auch in diesem Jahr fanden wieder die Aqua-Expo-Tage in Dortmund statt. Wir hatten einige tolle Tage dort und selbst wir haben das ein oder andere für unsere Aquarien mit nach Hause genommen. Erst waren wir ein wenig verdutzt, da eine Hälfte der ganzen Halle fehlte. Es fanden dort Bauarbeiten statt und große Zelte ersetzten die Ausstellerflächen. Im Laufe der Messe gefiel uns dies aber sehr gut und der sonst so leere Raum außerhalb der Halle wurde somit effizient genutzt. Die Galopprennbahn in Wambel hat viele Besucher angezogen, sodass es für uns zwischendurch unmöglich war, überhaupt auf der Messe zu drehen. Viele Aussteller wie JBL, Megazoo, Garnelendirekt, EBO Aquaristik und mehr waren wieder vertreten und haben ihr Sortiment und eine gute Beratung angeboten. Neben vielen Produkten, die man als Besucher zu Messepreisen erwerben konnte, waren auch viele Garnelen, Diskusse, Schnecken und Krebse ausgestellt. Eine Messe soll dem Besucher viele neue Eindrücke, Schnäppchen und neue Bekanntschaften bringen. Die Aqua Expo Tage 2017 hat wieder alle Bedingungen dafür erfüllt. Im Rahmen dieser Messe gab es auch wieder einen Aquascaping-Wettbewerb. Genauer gesagt, die European Nano Aquascaping Competition. Es sind sehr schöne kleine Scapes entstanden. Hier einige Beispiele. Ein ausführliches Video zu diesem Thema ist in der Videobeschreibung verlinkt. Auch der YouTube-Star namens Izzy war vertreten und informierte sich über die Aquaristik. Ich bin einfach ein großer Tierfreund und finde es mega spannend. Ein exklusives Interview haben wir natürlich mit ihm geführt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und in der Infokarte. Ein großes Highlight war dieses Jahr The German International Shrimp Contest. Über 200 Aquarien mit wunderschönen Garnelen wurden von vielen Züchtern zum Wettbewerb eingereicht. Eine Fachjury hat einige Stunden lang die Garnelen bewertet und die schönsten ausgezeichnet. Die Preisverleihung war schön gestaltet und einige Tiere konnte man am Montag auch ersteigern. Weitere Infos und ein weiteres Video über The German International Shrimp Contest ist in der Videobeschreibung sowie in der Infokarte verlinkt. Zusammen mit dem Shrimp King Chris Lukaup haben wir einige internationale Interviews geführt, die nächsten Tage auf unserem Kanal online erscheinen. Leider gingen auch wieder die Expo-Tage in Dortmund zu Ende. Aus unserer Sicht eine erfolgreiche Messe, bei der sich ein Besuch lohnt. Insgesamt kamen über 4.300 Besucher zur Messe und wir hoffen, im nächsten Jahr haben die Aussteller und Besucher ein wenig mehr Platz. Der Veranstalter Michael Schönefeld wird das sicherlich wieder gut meistern und eine gute Lösung dafür finden. Wir sind nächstes Jahr hoffentlich wieder dabei und werden auch wieder berichten. Hat dir dieses Video gefallen? Zeig es mit einem Daumen nach oben! Abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Schaue auch andere Videos von uns an. Wir haben hier einige verlinkt. Und vergiss niemals, schaust du Garnelen TV, wirst du garnelenschlau.